So, moin, herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Hier im letzten Mal haben wir eigentlich mit der Geschichte angefangen. Ich habe es aber abgebrochen, denn weil wir da auch gefailt hatten und habe dann ein bisschen Parallelquests gemacht. Ich habe vor, in diesem Part auch nochmal ein paar Parallelquests zu machen, damit wir ein paar neue Abilities bekommen und ein paar neue Techniken. Denn ich habe viel gehört, dass wir das machen sollten, schon wegen dem Leveln auch. Weil wir nachher sonst zu schwach sind. So, Saiyajin Angriff. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass wir hier auch viele von den Geschichtsdingern noch haben werden. Aber was werden wir denn sehen? Gut, Saiyajin Angriff. Ihr könnt mir ja sagen in die Kommentare, ob ihr das noch wirklich alles sehen wollt oder so. Das entscheide ich denn. So. Saiyajin Angriff. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was es ist. Ne, das ist klasse. Ich habe geklickt und nicht gelesen, was es ist. Ah, fail. Okay, auf jeden Fall drei Charaktere. Wir nehmen natürlich mich wieder mit. Ist klar. Dann nehmen wir meinen Freezer mit, weil Freezer... Genau, weil Freezer Freezer ist. Weil Freezer Freezer ist. So. Die Werte, habt ihr euch mal aufgefallen, die Werte ändern sich auch pro Charakter. Genau. Nehmen wir jetzt von Gohan Kind mit. Also in den Klamotten von dem Kind. Habt ihr gesehen, dass die Status sich auch dadurch verändern? Vor allen Dingen habe ich gehört, das Spiel soll echt scheiße schwer noch werden. Und das macht mir ein bisschen Angst. So, besiege Raditz, Nappa und Vegeta. Alle TP, Team TP weg, Zeit abgelaufen. Okay, dann wollen wir, ne? Dann wollen wir ein bisschen Pflanzenmann verprügeln. Pflanzenmänner verprügeln. So, was? Kakarot ist doch gar nicht dabei. Das ist unlogisch, er ist gar nicht hier. Na gut, was soll's, von mir aus. So, nächstes Ziel, unser Raditz. Hallo Raditz, ich ertrage mich gleich kaputt wie du. Schon mal aufgefallen? Und, ja, schieß mal einfach mal Kamehameha in die falsche Richtung. Ich habe von Flushi auch gehört, dass er Dragon Ball schon gefunden hat hier. Also währenddessen eine PQ-Quest gemacht hat. Also heißt es, gibt auch ganz normal Dragon Ball hier wieder. Schön zu wissen. So, Kamehameha. Also ich bin gespannt, ob wir auch einen finden werden. Aber Raditz, hau doch nicht mal ab da. Raditz, Freezer, Gohan, macht was da. So. Und nochmal Meteorschlag. Und Kamehameha. Und das war's. Ist sauer. Ja, das war's. Sollen wir uns mal umschauen hier ein bisschen? Hallo, Level 18. Achso, da steht, hey. Was zur Hölle? Hey, wer ist das? What the hell, wer ist das? Wer bist du? Du wurdest vom 21. Ausbruch genommen. Annehmen? Okay. Was zur... What the fuck ist das denn jetzt, ey? Was hab ich denn jetzt getan? Aber greift die mich an, was geht? Gardinen geraucht, ey. Okay, ich war gerade ziemlich irritiert, was ich da. Was habe ich da gerade getan? Was soll habe ich da getan? Okay, ist mir jetzt auch egal, wir verprügeln sie und dann war es auch mit ihr. Weib mich jetzt Saiyajin, was drin, wenn ich so durch hier. Alter, Schilder Leben ab, ey. Okay, jetzt reicht. Jetzt bin ich sauer. So, und tschüss, Mann. So, meine Fresse, was war das denn jetzt, ey? What the hell, ey? What the fuck war das gerade? Aber anscheinend ist hier nichts, also können wir weiter, okay. Alter, ohne Kack, was war das gerade, ey? Hammer irritiert, ey. Hammer irritiert. So, ich würde gerne in die westliche Hauptstadt, Industriegebiet. Denn wir müssen ja noch gegen Nappa kämpfen und gegen jemand anders auch noch. So, wer ist hier? Okay, roter Pflanzenmann und Nappa, okay. Dann mal erst den Pflanzenmänner verprügeln. Und Kamehameha, also tschüss. Rosa Pflanzmann. Ist das dein Problem, oder was willst du? Was willst du, hä? Was ich auch schade ein bisschen finde, ist, dass er erst groß geprahlt worden ist, dass er eben alles zerstören kann. Also, wie zum Beispiel auch die Gebäude und sowas. Kann auch sein, dass ich gerade einfach zu doof dafür bin, aber... Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so möglich. Finde ich auf jeden Fall. So, wo ist der Letzte? Na, wo ist er? Hä, wo ist er denn? Verdammte Axt, wo ist er? Ach da. Okay, hab ihn. Alles klar. Okay, jetzt komm ich, Alter. Jetzt komm ich. Und jetzt kriegst du auf die Fresse, Digga. So, wieder hinterher. Okay. What the hell, ey. Voll ins Auto reingeballert, ey. Das sind, ey. Kann gar nicht weg hier gerade. What the... Wow. Na du vor allen Dingen, ey. Soll ich Angst haben, oder was? Hä? Sagt man, Arm ist taub, ne? Aber in der Übersetzung sagt er was ganz anderes, ey. Hammer unlogisch, Hammer unlogisch, Hammer unlogisch. So.
Haben wir unsere neue Technik eigentlich schon mal eingesetzt? Ne, haben wir nicht, ne? Böse Sprengung? Haben wir gar nicht gemacht, ne? Floshi war ja heute bei mir. Wir haben mal ein bisschen so, also mal ein bisschen gegeneinander gekämpft, so mit den anderen, die wir schon freigeschaltet haben, an Kämpfer. Und da liegt irgendwas da vorne. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Okay, okay, okay. Ich würde jetzt gerne mal jetzt gegen dich gewinnen, aber, weil du bist nervig und kannst jetzt mal von mir aus drauf gehen. Okay, Meteorschlag. Was? Ich underestimate dich nicht. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten, wie du das kannst. Materialobjekt. Mal schauen, was gibt's denn noch hier so Schönes. Da vorne steht wieder jemand, das macht mir Angst. Können wir ein bisschen rennen oder sowas, ey. Das ist auch richtig nervig, dass wir ja nicht rennen können. Da steht ja am Schuh, okay. Und da vorne sind noch Objekte. Ja, auch in dem Haus. Was, Haus zerstören wir wieder? Alles klar. Regeln wir, ne? Und tschüss, Mann! So, also wenn du jetzt hier drinnen gewohnt hast, ist das Haus jetzt kaputt. Yay, Party zerstört alles. Materialobjekt. Okay, was geht denn hier noch ab? Ich will erstmal das Objekt haben. Danke, Materialobjekt. Was sagst du? Ja. Verwende ruhig meine Energie. Mach sie nieder, ich zähle auf dich. Ach so, er hat mich alles klar, hat mich geheilt. Ah, ich hab's gecheckt. Schön. Ich wollte gerade das Haus zerstören, aber wir müssen demnächst mal die tauschen, dass wir uns unsere KI aufladen können während des Kampfes. Das ist nämlich scheiße, dass wir das nicht können gerade. So, ist hier noch irgendwo was? Bis auf Yamshu. Und da vorne ist der Kapsellandeplatz. Dann wollen wir da hoch, ne? So. Dann wollen wir mal, ne? Oder kamen wir nicht von hier? Ich weiß es gar nicht. Ne, ach, von hier kamen wir, ne? Fail. Von hier kamen wir sogar, ey. Okay, ich will nochmal hier durch. Ich will nochmal durch. Danke. Das Dumme hier gerade ist, ich bin ein wenig... Was war das denn gerade? Da vorne habt ihr es gesehen? Hä? Was war das gerade? What the hell? Ich war gerade ein bisschen... Hä? Okay, nee, egal. Ich vergiss, was ich sagen wollte. Ich bin ein bisschen erkältet und mir juckt die Nase gerade. Okay, ihr müsst der letzte... Genau, da ist er. Ich wollte gerade sagen, der letzte müsste hier sein. Soll ich lachen oder was? Ich hab Freezer dabei, Alter. Da kannst du gar nichts gegen machen, Alter. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay, das war nicht nett von ihm, von dir, Guan. So, Freezer, mach mal was da. So, ich will jetzt auch mal... Was soll... Ach, er hat mich gegriffen. Ich wollte gerade sagen, was soll er jetzt gemacht, ey. Ja, es ist halt ein bisschen irritierend, doch ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr so schlecht wie am Anfang. Komm, ich Meteorschlag. Und böse Sprengung. Oh, nochmal. Bam, 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 bam. Immer wieder drauf da. Na, bist du sicher? Bist du dir sicher da? Okay, jetzt haben wir ihn wieder weggeschossen. Na, der. Ich wollte gerade sagen, so können wir jetzt mal mit dem besiegen. Denn irgendwann ist mal gut hier jetzt, ja. Ich treffe gerade nicht, aber ist egal. Ich glaube, er ist eh gleich down. Er ist down, down, down. So, jetzt ist mal gut hier, Alter. So, tschüss. So, wer taucht jetzt auf? Son Goku oder was? Nee, Nappa nochmal? Oha. Oha, hallo. Oha, es geht weiter. Achso, kommt auch nochmal wieder. Oh oh. Das ist ja böse hier. Okay, gut. Und Kamehameha. Wir werden erstmal Nappa zerstören und danach dann die anderen. Das Gute ist, wir können uns dazu auch noch heilen. Das heißt, es wäre nicht mal so schlimm, wenn wir jetzt verlieren sollten. Das ist das Positive daran, dass wir Items haben. Und Kamehameha. Wow. Okay, ich dachte jetzt, ich treffe nicht mehr damit, aber ich habe doch noch getroffen. Auf zu blocken, Mann. Okay, so, weiter geht's hier.
und Meteorschlag. Na komm her. Ich muss jetzt nochmal besiegen, am Ab. Und das ist der erste. So, tschüss, Mann. Okay, er liegt auf dem Dach rum. Wir haben jetzt Snapper zweimal besiegt. Also jetzt komm her, Jekko. Danke. Oh, wow. Zum Glück hab... Das weiß ich auch nicht, Freezer. Das kann ich dir auch nicht beantworten, wieso er so rumstresst hier gerade. Na, jetzt komm mal her. Oh, wie geht der? Das ist eigentlich ein komischer Kampf hier, ey. Ist doch gerade jetzt auch noch irgendwo hier. Okay, jetzt reizt mir. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Wow, so sauer, dass ich daneben schieße. Na, kommst du mal her jetzt. Ich will den Kampf nicht an weniger Zeit verlieren auch noch, ey. So, tschüss. Ich glaube, wir haben jetzt gewonnen. Na, das war's, ey. Nee, erst da vorne ist noch Raditz. Ich würde jetzt auch gerne mal treffen. So, und Kamehameha. Wir werden ihn besiegen, ja? Und dann war's das jetzt auch mit ihm, ja? So, tschüss, Mann. So, jetzt haben wir es. Das weiß ich auch nicht, wie wir es geschafft haben. Aber wir haben es geschafft. Immerhin. Ein paar Erfahrungspunkte Geld kriegen wir auch. Das heißt, wir können ein paar Sachen auch kaufen. Wow. Sogar Rang Z. Sogar krass. Das ist gut. Mr. Satan Absor... Was? Ein Dragon Ball? Cool. Kampfanzug Vegeta bei Anzug. Cool. Ultimativer Urlaubsauslöschung. Wir haben einen neuen ultimativen Angriff. Yay! Das ist gut. Das ist schön. Haben wir die Mission auch geschafft. Wollen wir die nächste auch noch machen? Wollen wir eine mehr noch machen, oder? Na komm, gib ihm. Mal eine noch. Und ich denke, beim nächsten Part werden wir echt mit der Geschichte wieder weitermachen. Da. Was sagt unser Piccolo-Freund hier? Er sagt gar nichts. Indem er gar nicht mit mir redet. Er hat wirklich Hallo. Hallo, Piccolo. Hallo. Okay, wir gehen weiter. Das ist so bescheuert, ey. Das ist einfach so kaputt, ey. Fähigkeiten ändern. Ultimative Angriff, Urlaubsauslöschung. Da haben wir zwei Ultimative drin auch. So, haben wir irgendwelche anderen Ausrüstungen, die uns vielleicht eventuell besser machen könnte? Nein. Ach, warte mal. Was ist das? Achso, die Handschuhe sind das, ne? Ja, geil, Handschuhe, weiße. Yeah. Yeah. Was ist das denn? Da. Okay. Okay, alles klar. Nee, okay, wir lassen's. Oh, jetzt drei weiße Handschuhe. Mann, sind wir heiß, ey. Okay, eine PQ-Quest machen wir noch und dann werden wir es auch für heute lassen. Mal schauen, was wir da so machen, was wir machen werden. Ich habe eigentlich vor, nach der Reihenfolge zu gehen, jetzt was hier so immer ist. Alle, was haben wir denn hier noch? 7 wäre das nächste. Explosion und Mission. Ich will mal rüber da. Okay, ach, wir sehen noch so, was wir kriegen würden. Okay. Wollen wir mal, ne? Dann machen wir die Quest auch noch und mal schauen, ob wir das schaffen. Okay, natürlich mich wieder dabei. Dann nehmen wir unseren Son Goku mit. Hey, it's me, Goku. Will you play? Jetzt nehme ich irgendwann Budokai 3, oder Scheiße, ey. Und nehmen wir Vegeta auch noch mit. Have you said your prayers? Oh, auf jeden Fall. Das ist cool. Ich finde das ganz cool mit den Quests. Ich finde das auch, dass ich irgendwann im Laufe des Let's Plays nochmal im Koop das mal machen werde, wenn ich jemanden finde dazu. Das ist die Frage. So, besiege Vegeta im Werfmodus. Okay. Kennen wir ja noch, ne? Wo ist er? Good. You're doing great. So. Also noch ist er normal, oder was? Okay. Vegeta, mach ihn kaputt, Vegeta. Ja, zwei Leute, zwei Gegner. Kann das sein? So, hauen wir erstmal Vegeta ein bisschen zu Brei hier. Das Nervige wird natürlich ja sein, wenn wir gleich gegen den Werf kämpfen müssen. Aber ich denke mal, das werden wir dieses Mal besser lösen als beim anderen Mal. Alter, jetzt bin ich da Ultimate Finish reingegangen, ey. Ich glaube das nicht, ey. So. Und Kamehameha. So. Na, ich komme zu dir geflogen, ganz in Ruhe. Okay, sehen, jetzt wieder, warum du aktiviert, okay? Das Lustige ist ja... Na, eigentlich ist das nicht mal lustig. Wir kriegen halt voll auf die Fresse, voll den Finisher gerade auf die Fresse gekriegt hier. Mal auf zu nerven, Vegeta. Jetzt geht kaputt da.
Doch, ist kaputt. So. Irgendwo düst hier noch ein Pflanzenmann rum. Den muss ich eben mal suchen. Machen wir anders. So, Scouter. Da ist die Ödnis. Da vorne sind Items. Und da vorne ist der Pflanzenmann. Da sind zwei. Und da vorne, okay. Haben sich die Dente geglitscht oder was meinen die jetzt da vorne gerade? Ich war gerade, ich bin ein bisschen irritiert. Nein, ich habe eine Kapsel benutzt, ich Idiot. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Was machst du da eigentlich? Was zur Hölle macht der da? Was zur Hölle hast du da getan? So. Das stimmt. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Dann werden wir mal hier durchfliegen erstmal. Um zu schauen, ob wir überhaupt da lang sollen. Kapsel da eine Platz. Mal schauen, was hier abgeht. Ich glaube, wir müssen mal schauen. So, da vorne ist der Raddit und ein Pflanzenmann. Okay, auch, ich glaube eher auch, dass wenn wir das schaffen werden hier, dass wir gegen alle drei werfen kämpfen dürfen. So, aber erstmal müssen wir die Pflanzenmann hier verprügeln. So, Chip, er ist weg. Ja, tu. Da bist du sicher, Goku? Bist du wieder sicher? Wow. Ich wollte eigentlich meinen ultimativen Finisher gerne mal einsetzen. Das war aber noch ein Pflanzmann. Habe ich gar nicht gescheckt, ey. Autsch, das tat wie. Okay, Urlaub aus der Schock. Wow. Endlich mal ein anderer, ein ordentlicher Finisher, ey. So. Okay, so. Wow, das war gegen den Baum. Und das war's mit Raditz. So, jetzt muss ich kurz mal schauen, wo der Porter war. Davon ist Goku. Okay, hier ist er. Okay, ich würde gerne... Okay, nee, ich war gerade ein bisschen durcheinander. Ich dachte so, ja. Geht das jetzt weiter? Geht das weiter? Ja, es geht weiter. So, jetzt wollen wir hier mal schauen einmal. Wo ist der andere Porter? Da vorne ist unterirdischer See, Ödnis. Ich glaube, da sollen wir auch hin. Das zeigt auf jeden Fall das Pfeilteil hin. Das Pfeilteil. Aber ich hasse es, mich an Richtung zu halten. Das ist ja unbedingt auch. Okay. Da vorne, oder? Ja, wo ist das? Was da vorne ist der unterirdische See. Habe ich daran vorbeigeflogen? Ich wollte da mal gucken. Ich will mir, wenn auch, alles angucken, oder? Wenn, sollen wir auch alles sehen. Ich würde gerne das einmal anvisieren, aber ich kann da, glaube ich, gar nicht rein, oder? Ich glaube, ich kann da nicht... Nö, kann ich nicht. Okay. Dann vergisst, was ich machen wollte. Wir können nicht da rein. Dann vergisst es. Wir können nicht da rein. Schade. Sehr schade. Schade Marmelade. So. Aber in die Ödnis. Da waren wir ja noch nicht. Jo. Pflanzmann und Nappa. Na komm hier. Die Musik, die wir ja gerade im Hintergrund hören, ne, erinnert mich immer an Budokai 3, also an alte Budokai 3. Mit dem Soundtrack her, meine ich jetzt. You dare defy me, Nappa? Have you gone mad? So, er ist da weg. Darf jetzt Nappa wissen, oder was? Achso, das ist eine Stelle, wo der Boden also tot ist schon, ne? Kann das sein? Wow, das war auch mal eine coole Kombo, oder? Da könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, aber die war echt cool. Ich finde das auch ein bisschen scheiße gesetzt mit den Knöpfen und mit runterfliegen. Also, dass es auf dem linken analog ist. Hallo, kann ich mal bitte irgendwann wieder treffen hier? Wow, ich habe nicht getroffen. Wow. So. Können wir jetzt aber ein bisschen Action machen hier, oder was? So. Und wir kriegen dich, Nappa. Und Urlaubsauslöschung. Zack, voll auf die Fresse. Und wieder war's das mit dir, Nappa. Und tschüss, Mann.
it! So, und jetzt ist noch ein Pflanzmann da. Dann machen wir den auch noch. Upsala, da fliegt er. Na, komm her. So, Leute. Mach ihn kaputt da jetzt. Er ist nervig. So. Und jetzt? Wir haben alles gemacht hier. Oder? What the hell, ey. Ich werde die Quest jetzt noch beenden. Scheißegal, wie lang die wird. Auch wenn die jetzt ein bisschen länger wird. Ist halt einfach so. Aber ich habe nicht vor, das in zwei Parts zu machen. The form disgusts me, but I'll transform into a great ape and crush them. The power of a Saiyan ape is beyond anyone's imagination. Uh-oh. Und da ist er. How's that? Now this is das ist genau das gleiche Spiel wie damals. Wie wir in der Geschichte waren. Wir müssen erstmal versuchen, die Verteidigung zu brechen. Na, greif jemand seinen gammeligen Schwanz mal. Danke. Danke, Goku, dass du es getan hast. Wow. Da haben wir schon gleich gewonnen, ey. Hammer, ey. Ich glaube, es tut weh, aber wenn mich trotzdem trifft. Get a hold of yourself. This isn't a battle you can win easily. So, dann mach, greif doch mal mit an, da ich kann ja nicht alleine kämpfen, ey. Ganz im Ernst, ey. Dann wenn er mich erwischt, wenn ich tot bin, ist Schluss mit lustig hier. What the fuck, ey, was war das denn? Der ist voll an mir vorbeigesprungen, ey. So, tschüss, das war's. Ich glaube, wir haben gewonnen. Oder nee, doch nicht. Oh, please, bitte nicht. Welches Tor war das jetzt? Ich muss kurz noch schauen. Wo der Porter hinzeigt. Kapsel Landeplatz? Ne, das war es nicht. Wo zeigt der Pfeil dahin? Ach, da vorne, okay. Dann fliegen wir da mal hin. Ich ahne, dass es noch weitergehen wird. Und das macht mir ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Das macht mir ein bisschen Angst. Und dadurch, dass es noch nicht zu Ende ist jetzt. Das geht. Was ist jetzt hier los? Was zur... Wer bist du denn? Randolph? Wer ist das? Hä? Wer ist Randolph? Ist das ein Saiyajin oder... What the fuck, ey? Der kann doch nicht zur... Der kann doch nicht zur Geschichte gehören. Ich glaube, das ist eher ein Random-Charakter gerade. Weil ich was da für eine Stimme, ey. What the fuck, ey. Vor allem, was setzt er mit Technik ein hier? Ich bin... Nixer hier. Und Kamehameha. Und böse Sprengung. Ja, was ist das für ein Typ, ey? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas krasses, so Raditz und so als Werfe nochmal, aber... What the fuck treibt der da bitte gerade? Ja, aber es bringt ihm auch leider nicht viel anscheinend. Weil so gut ist der Typ nicht. Also finde ich jetzt auf jeden Fall. Vielleicht täuscht es auch gerade einfach. Hm. Kann man jetzt mal besiegen endlich? Ich treffe nicht, das ist das Problem gerade. So, und das war's. Wir haben gewonnen. Wer auch immer das war, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Wir haben auf jeden Fall gewonnen und wir leveln auch, glaube ich, jetzt sogar. Oder? Ja, wir leveln. Rang S. Und Level 19. Mr. Satan-Abzeichen, Mr. Satan-Abzeichen selten, Mischkapsel. Was kriegen wir noch? Irgendwas kriegen wir bestimmt noch. Oder? Nee, wir kriegen nichts mehr. Okay, wir kriegen nichts. Denn halt nicht. Denn eben nicht. So, Leute, ich werde den Part an dieser Stelle beenden und im nächsten Part werden wir vielleicht noch ein paar Quests machen. Schauen wir es an, das weiß ich noch nicht ganz genau. Oder sonst gehen wir in die Geschichte weiter. Mal gucken. Denn bis zum nächsten Mal und ciao.